4. Nein, MP2 ist ja normal. Ja, man muss eben einfach in der Xbox-Sache denken. Das Problem ist halt für die PC-Spieler, die werden umdenken müssen. Also zum Beispiel ich muss umdenken, aber Leute, die es auf dem PC nicht gespielt haben, und das werden ja wohl die meisten sein, die diese Videos hier überhaupt schauen, weil es auf der Xbox jetzt ist, die werden nicht umdenken und haben da keine großen Probleme. Also deswegen denke ich, sollte man sich schon an das Xbox-Geschehen halten. Dass man da die Leute nicht verwirrt, ist sowieso schon verwirrend genug. Ich finde das auch blöd von Blizzard, ganz ehrlich, dass sie da nicht einfach diese MP10, also diese 10 Monsterstufen beibehalten haben. Ich meine, ob es jetzt 8 oder 10 sind, wäre eigentlich egal. Ah, vielleicht haben die auch nicht gedacht, dass Leute, die es schon ausgiebig auf dem PC gespielt haben, jetzt nochmal auf der Xbox spielen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Ja, hier geht's eigentlich richtig ab. Wenn du nicht an diese Beschwörer rankommst, dann geht das endlos so weiter. Und wenn da noch diese, bei mir waren glaube ich noch diese abgefuckten Grabwächter hier in der Nähe unterwegs oder irgendwas war noch da. Ich bin da gar nicht rangekommen. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann runtergestellt habe. Ah, ist nicht jeder ist ein Meister zweiten Grades. Ich hatte eben Diablo besucht auf Meister 2. Na gut, ich war halt unter reellen Bedingungen auch da drin, also hatte ja vorher nicht gespielt, weil so auch hier zu diesem Zeitpunkt erst und hab also quasi direkt Pressmeister 2 das gespielt, was wo ich in der Story eben war. Oh, der hier sieht aber gut aus, den. Das Böse erwischt. Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie diese Charaktere hier sich noch entwickeln. Ich glaube, Spaß macht das Spiel, egal welchen Charakter man spielt, irgendwie. Nee. Mensch, macht. Kein Spaß mehr. Nee, Zauberer geht jetzt. Also, Dämonenjäger macht mir... Ja, sag ich ja, der Zauberer, das ist halt, wenn man mal weiß, wie man die Fähigkeiten irgendwie kombiniert miteinander, ist es gleich eine ganz andere Spielart. Und wenn man überhaupt mal welche hat, na, das ist natürlich auch ausschlaggebend. Das dauert eben einfach beim Zauberer ein bisschen länger, bis der Spaß macht. Das am meisten Spaß hat mir der Mönch gemacht, erstmal. Baba sowieso macht mir natürlich Spaß. Unglaublichen Spaß mit dem Witch, der Doktor, ich weiß gar nicht, der geht mir so gut ab. Ja, Hexendoktor, dem werde ich jetzt definitiv noch, hey, du bist total falsch, Mann. Da ist doch noch ein Raum, oder links? Raum, ja. Achso, wo ist denn überhaupt der richtige Weg? Was, weißt du, wo der ist, oder was? Ich weiß mir. Da hier... Ja, doch, ist doch richtig, oder? Ja, ich glaube nämlich, da geht's ja. Hör auf zu zaubern, du Arschloch! Meine Kraft wächst. Jawohl, auf Stufe 14 erreicht. Ja, war das diese Aufnahmereihe. Oh ja, endlich! Was habe ich? Ein B-Fähigkeit? Was ist denn das? Waffenwurf. Ah ja, stimmt, da kann man die Waffen werfen. Da gibt es ja auch eine Herausforderung. Irgendwelche Gegner mit verschiedenen Würfen. Ja, aber das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ein Waffenwurf. Aber ich weiß halt nicht, wie der am Anfang ist. Habe ich da auch noch nie gespielt. Geil ist der. Ich trage zu viel. Gibt's das? Ja, das ist gerade gut. Dann werden wir von hier in die Stadt reisen. Und ja, genau. Gerade das Inventar startklar machen.
oder nicht. Je das Ereignis war ja jetzt beendet, oder? Ja, die EP ist gekommen. Das sind die heute nicht so wirklich mit, ich weiß auch nicht. Oh! Was denn? Blaue. Ich wurde gerade nämlich zu denen gezogen von Vortex. Dachte, was ist denn dabei los? Wer zieht mich denn da? Wer hat mich da am Haken? Oh, Breitschwert. Schmeiß mal irgend so einen weißen Scheißdreck weg, der eh kein Geld bringt. Die weißen Sachen, siehst du, den Wert, wo steht denn der? Die haben keinen Wert anscheinend. Steht da gar nicht dabei. Ja doch, Verkaufswert 100 steht da, wenn ich den jetzt ausrüste. Ja, 4, weißt du, ein weißer Gegenstand, einfach nur 4, ey. Zum Glück habe ich was weggeworfen, weil hier lag jetzt ein Zauberstäbchen für mich. Ja, ich schmeiß die Weisen sowieso weg, weil die kann man wirklich für gar nichts gebrauchen, die kann man nicht umwandeln und bringen kein Geld. Okay, dann werde ich mich mal hier verziehen. Okay. Auch gleich nach. Gerade noch gerade hier alles als Schrott bezeichnen und dann schnell das verkaufen. Oh ja, hier ich auch noch ein bisschen. Ich habe noch einen blauen Zauberstab gefunden. Nicht genug Wut. Sind noch ein paar Gegner, die mache ich gerade noch platt. Wie bitte? Das aufgeräumt haben. Da unten waren noch ein paar Gegner. Mache ich gerade platt und dann komme ich auch. Okay. Gerade klingelt mein Telefon und. Ah, okay. Ich habe noch einen Zauberstab auch übrigens gefunden. Aber wieder ein 18,2er. Nee, ich habe ja. Gleiche, die ich dir gegeben habe 21,7 jetzt. Ja. Okay. So, dann wäre ich soweit auch fertig. Dann gehe ich mal gerade noch den Scheiß verkaufen. Dann können wir hier beenden. Ja, nee, ich war schon fertig vom Telefonat. Also, es ja, aber. Achso, was willst du noch machen? Nix. Guten Abend. Bitte, mein Name von der C&R. Wir führen im Auftrag. Das war das Letzte, was er sagen konnte. Diese Werbe-Heinis. Guten Abend. Das heißt, ich meine, da wird mich einer von der Gay-Hotline da anrufen. Guten Abend. Bitte packen Sie. Guten Abend. Nee, das ist schon. Gay. Gays online. So, da haben wir jetzt auch quasi eine etwas kürzere Folge, weil wir jetzt, ja, haben wir ein bisschen kürzere Folge. Auch nicht schlimm. Können wir noch einmal im Kreis hier laufen, oder? Ja, ich gucke noch einmal hier in der Kiste durch, ob ich was gebrauchen kann. Upsa. Falscher Knopf. Ja, nix. Nix. Ne, hier kann ich noch nichts. Das ist alles noch zu hoch. Für die Hochbegabten unter uns. Ja, auch nix. Manhunt zerstört alles hinten dran. Manhunt. Die Ringe auch noch nicht. Ach, ist ja wunderbar. Ah, ich kann aber die Lootsocken. Ja, die Lootsocken kann ich anziehen. 10% Bewegungsgeschwindigkeit, meine legendäre Stiefeln. Das ist natürlich geil. Die Lootsocken, die muss man natürlich anziehen. Die haben schon den richtigen Namen. Zwar ein bisschen Loot, ein bisschen anders hey, geschrieben, aber die okay. Kann ja Richter Moonwalk, ist ja schon aufgefallen, die Zaubernutte. Die Zaubernutte. Guck mal, ey, wenn du gleich hier fertig bist, guck, der macht voll einen Bimbo-Move. Juhu. Schon wieder Bimbo. Moonwalk, baby. Billie Jeans, not my lover. Ja. <Yeah. lacht> Nur schwarz anmalen, ey, und dann geht's hier ab. Dann wird hier gewaved. Movie, baby. So, noch einmal alles vercheckt hier. Ach, dieses Gemocke hier, ey. Da guck ich mal, was für Farben ich. Ja, das war im Gepäck noch habe.
Hier sind die Farben. Okay, ich habe ein bisschen was an Begleiterzeug auch da drin. Ah ja, schön. Nochmal himmlische Flügel. Überall fliegen himmlische Flügel rum. Ja, hier könnte ich auch die Challenge machen. Hier mit lieblichem Färbemittel die Bossgegner legen. Ja, findest du eigentlich schon auf meinem Banner da gesehen, da mein Symbol. Was ist denn das für ein Ding? Kriegt man, wenn man den Diablo-Triumph beendet. Ah, okay. Dachte, das muss man mal reinmachen. Wir am Ende jeder Aufnahmereihe befinden wir uns in der Stadt und chillen noch ein bisschen rum. Und ich glaube, ich baue mal gerade mal noch eine schwere Axt. Ist das eine Zweihand oder nee, oder? Ja, zwei, Vierhand. Vierhand? Vierhandwaffe. Mortal Kombat. Naja, ansonsten würde, glaube ich, magische Zweihand-Axt stehen, gell, oder so. Ich baue die jetzt einfach mal, ist mal egal. Mal gucken. Ey, warte mal. Bauen ist immer was für Bauer. Och, 26,6 SPS. Meine Fresse, die ist ja viel besser als... Ja, und hat eigentlich die gleichen Fähigkeiten sogar noch. Bau mir mal hier auch was für ein 13. Ja, das... Das will ich doch mal gesehen haben! Jetzt verliert er zwar Leben, aber Männern braucht kein Leben. Mach ich 81 Damage, fast so viel wie mein Mönch auf Hardcore. Ich mache 82. Ja, ich bin wahrscheinlich Damage-Zauberer. Notiere ich jetzt hier. Ich hab geile Schuhe an, ey. Nicht. Das sind die. Achso, das sind die Loot-Socken, ja stimmt. Das sind ja golden, es gibt ja da so mehr. Ah, hier gibt's Helme, aber ich bleibe meinem infernalen Helm noch lange treu. Ich nicht mehr allzu lange, glaube ich, aber momentan schon noch. Wie bitte? Ich bleib ihm, glaube ich, nicht mehr allzu lange treu. Nee. Nee. Wirst du zum Verräter des Helmes. Ich glaube, ich crafte mir mal gerade einen Höllenfeuerring. Ja, crafte den mal. Na gut, aber frühestens mit Level 15 werde ich mir Kriegshaube des Gesellen, wenn dann, craften. Die hat nämlich dann schon direkt mal ein bisschen... Nee, ich habe mir gerade ein Amulett gecraftet. Und beim Händler. Kann ich gar keins machen. Der hat zwar nur eins, das ist zwar übelste Scheiße, aber besser wie kein Amulett. Ja, stimmt, ich hab ja... Doch, ich hab eins, aber das kann ich erst anziehen im Level 15, also in der nächsten Stufe. Nur ein toter Jude. Das hat sogar, einen Sockel. Ja. Ja, cool, da kann ich mir meinen ersten dicken Sockel da reinbauen. Im nächsten Level schon. Ja, das ist natürlich toll, die kriegt man nämlich normal erst im Akt 2. Was will ich in Akt 2 mit einem Level 15er Amulett? Das ist die Frage, die wir uns fragen. So gut, dann ist die Folge jetzt ja auch nicht mehr viel kürzer, weil wir haben ja, das machen wir, denke ich, auch jede Aufnahmereihe am Ende, also wenn es irgendwas zu machen gibt, natürlich nur. Momentan ist das natürlich immer der Fall, eigentlich gibt es sehr viel am Charakter noch zu ändern, den ein bisschen hochzumachen, aufzupowern. Ja. Später wird sich das ein bisschen in Grenzen halten. Ja. Da finden wir mal ab und zu mal was. Bei was? Da findet man ab und zu mal was, was besser ist noch. Ach so, ja. Hab das Beste. Ich werde auch jetzt einen Hardcore-Caster anfangen, weil der kann Moonwalk. Und dann... ab. So, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahmereihe. Bye-bye. Bye-bye.